Bullseye. Dann kommt Leipzig, bester Spieler, Walter Benitez im Tor. Wie ist denn ein Benitez der beste Spieler von Leipzig geworden? Wie ist denn das passiert? Ja, Bayern hat deutlich abgebaut. Frimpong, sehr, sehr gut bei ihnen. Benin haben sie geholt, der war ja bei in der Milan-Karriere richtig krass. Ist er Zehner geworden, irgendwie viermal Folge Weltfußballer. Reihenfolge hier, Baku, Lacroix, oft mit den Top-Spielern der Saison gewesen. Oh, den Stürmer. Wollte ich doch kurz gucken hier. Redl ist tatsächlich kein Österreicher. Gut, ist aber ein generierter Spieler. In Gladbach haben wir Zakaria, der sehr, sehr gut dabei ist, aber auch in hohem Alter, sage ich mal, in Anführungszeichen hoch. Bayern hat ein gutes Team. Kimmich hält sich immer noch auf 89, ne? Mit 33 Jahren. Not bad. Florian Wirtz natürlich, in Adeyemi, Lafont, Sané, Gosens, Cancelo. Haben ein gutes Team, haben gute Kadertiefe auch. Hier immer noch, hier unten sind wir immer noch bei 79, ne? Elie Vahi. Also not bad, aber struggle ein bisschen. Gut, die Tabellen gucken wir gleich nochmal durch. Wir holen mal kurz die zweite hoch. Machen jetzt einfach alle. Also auch wenn wir dann Alten dabei haben. Dann hoch. Starten wir quasi wieder genauso rein, wie wir es sonst auch haben. Und gehen den Kader von A bis Z durch quasi. Wobei die Saison wirklich sein kann, dass halt die erste Amtshandlung sein wird, die Spieler, die gehen wollen, gehen zu lassen. Ja, gucken wir mal, in was für einer Reihenfolge wir dann das alles machen. Ich glaube, ich werde natürlich erst einmal versuchen, die Leute zu verlängern, die es halt vielleicht auch tun werden. Aber ja, wer halt da nicht will, will halt nicht, ne? Bin ich das einfach beste Keeper in der Bundesliga? Baku. Comencia, der hält sich da auf diesem Spot, dieser DM-Spot. Ich meine, gut, er ist halt, naja, mittlerweile gibt es drei Stück, ne? War halt mitunter der einzige. Aber hält sich da wie eine Eins. Jude Bellingham. Vorne drin Moukoko natürlich. Redl, der Jüngste jetzt mit 22. Tatsächlich gar nicht so jung. Wie alt ist denn Moukoko jetzt? Gut, 23 ist auch nicht so alt, ne? In der zweiten. Moment, hä? Was? Wieso der Unterschied des Trikots? Was soll das? Ist er gewechselt im Winter? Nö. Hä? Einmal im Heim, einmal im Auswärtstrikot, um uns ein bisschen Hops zu nehmen, oder was? CJ Egan Riley. Wer bist du denn? Warum hast du so einen krassen Namen? Von Man City. Von Man City zu Lübeck, dann zu Bochum, dann zu Bielefeld. Das ist mal ein Werdegang. Das ist mal ein Werdegang. Respekt an der Stelle. Niklas Dorsch für Augsburg. Sean Kleiber. Luca Schulz und sagen wir Stracek und Felix Götze. Ist das der Felix Götze? War der nicht mit? Ja, doch, der kann auch Mittelfeld. Wie gesagt, der war doch auch Mittelfeldspieler, dachte ich. Angebot für Metu. Für 10. Fangen wir jetzt schon das Verhandeln an? Nee. Wir bekommen nochmal ein zweistelliges Millionenangebot nächstes Jahr. Wir fangen noch nicht vor dem Jahreswechsel an. Also vor dem Saisonwechsel. Wir werden nochmal gucken, ob er verlängern würde. Und wenn nicht, dann, ne? Oha, das wird jetzt wehtun. Okay, sehr schön. Der geht runter, safe. Aber der läuft nächste Saison sowieso aus. Immerhin sicher bei Elfern. Oha, und der hat in den zweiten gespielt, ne? War aber auch viel Verletzungspech wieder dabei bei vielen, ne? Olejnik geht nochmal hoch, das ist sehr schön. Auch wenn wir dann potenziell verkaufen, genauso wie Connor. Im schlimmsten Fall ist das halt mehr Geld. Das ist halt schade für Kasatakis, ne? Ja. Plus 1 hätte ich jetzt gefeiert, aber gut. Sehr schön für Möckel.
Der war ja irgendwie die ganze Saison nicht zufrieden in Eriksen. Grisewatsch hat das echt ganz gut gemacht. Raab hat es eigentlich auch. Nee, anscheinend hat er es nicht gut gemacht. Ich fand den eigentlich ganz gut, aber gut. Vilas ist auf 61, ne? Das wird dann langsam eng für Lippert, auch wenn er jetzt nochmal auf 66 hoch ist. Aber da kommt wer? Gut, der, ja. Der geht ja sowieso, glaube ich, minus 3. Eieiei. Das ist schade. Das war halt ein, also, noch ein Linksverteidiger, der vielleicht potenziell Lipperts Spot mal hätte einnehmen können. Verletzungspech hatte jeder. Chuchu auch. Kübau weiß ich nicht, war in der zweiten. Klein genauso. Zu schnell hochgejubelt. Eieiei. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Jawollo. Schönes Ding. Klingenburg, leider nur Konstanz, glaube ich wahrscheinlich, ne? Schade. Der wäre vielleicht ein guter Backup-Stürmer geworden. Wer hätte besser sein, besser werden können? Philipp Kurt, das ist sehr schön. Als Keeper, ne? Plus 2. Wenn er jetzt natürlich noch einen sechsten Stern bekommt, ist Philipp Kurt, könnte der Gefühl langsam gesetzt sein. Ich weiß jetzt nicht, wo Kolbe steht mittlerweile. Aber dann wird es auch für Kolbe so langsam mal eng. Der ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Da könnte noch was draus werden, ne? Aus ihm. Also, achter Stürmer. Auch als Ersatz für Olenek vielleicht. Ohne Perspektive. Digga, der war 2 Monate in der ersten, weil wir ihn jetzt aus Versehen direkt hochgeholt hatten. Erstmal minus 2. Ja. Bestimmt. Bestimmt ist das ein Ding. Eieiei. Gut, das Ergebnis hier ist immer schlecht. Spielerberater bietet Jugendspieler. Ein Jahrhunderttalent. Ja, Randa. Luxemburg. Da sehe ich mich. Alexandre Cunha Terreira. Ist das der neue Kassetakis, wenn wir ihn gehen lassen? Ist er das? Hey, was soll das denn? Jugendtrainermannschaft lehnen ab. Was? Talent gesenkt. Richter und Sapinen. Gut, Sapinen war einfach nur eine Frage der Zeit. Der hat halt einfach nicht gerechtfertigt. Richter ist schade. Talent erhöht. Vilutic, Häusler und Kurt. Vilutic ist schön, wegen dem LV, was ich gemeint hatte. Häusler auch auf 6. Ist auch nicht schlecht. Kurt ist sehr, sehr schön. Könnte der neue Keeper dann werden. Chuchu ist halt leider irgendwie verletzungsanfällig. Ist er nicht, aber hat jetzt 2 lange Verletzungen gehabt in den beiden Saisons, in der er in der ersten war. Und mit lang meine ich 25 und 17 Wochen, glaube ich. Also war in 2 Jahren mindestens 42 Wochen verletzt. Ist halt ein bisschen viel, ne? So. Jo, Armin, was geht, was geht? Hallihallo, Hallöchen. Der ist neu, der ist aber auch schwierig. Hocic wird wieder gehen. Gut. Dann sind die Jugenden tatsächlich ziemlich voll. Müssen wir mal gucken, ob wir da nächste Saison irgendwie was aussortieren oder so. So. Bester Spieler Olenek. Jawollo. So mehr oder weniger. Also viel ist er, glaube ich. Supercup. Habt ihr auf die Schnauze bekommen? Und ihr habt es gewagt, in den Milan weiterzumachen, ohne Bescheid zu sagen. So viel weiß ich, ja. Ansonsten, Hakimi weiß ich. Weiß gar nicht, ob noch was dabei war. Es war nicht so viel. Aber gut, ich meine, ne? Dauert halt bei manchen Leuten ein bisschen länger, bis da mal was passiert, ne? Olenek, 8-mal Spiel des Spiels. Goller, 52 Spiele, hört jetzt auf. Sei ihm gegönnt. Und erstmal eine Viruserkrankung. Ja, komm, schaller die noch rein. So muss das. Irgendein Turnier haben wir. 228 ist EM. Danke für die Blumen, kein Ding, kein Ding. So, Angebot für Connor abgelehnt, ja. Uiuiui, das wird. Ja, gut, die Verträge, die auslaufen, können wir mal gucken. Aber da wird jetzt keiner mehr verlängern wollen. Goller hört auf. Knisewatsch kann gehen. Fernbach kann gehen. Albers würde jetzt verlängern. Dann gucken wir mal. Genau, Würz ist aber nur geliehen, ne? Jep, 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 jep.
So. Ja gut, 4000 ist gar nicht so verkehrt für ihn. Aydemir. Wird auch verlängern. Auch das ist schön. Machen wir aus immer für zwei. Ne? Wir wollen sie nicht direkt übertreiben. Da Jakku ist, könnte tatsächlich potenziell wichtig werden, wenn O'Connor und Metu gehen. Dementsprechend bin ich gar nicht so abgetan, den zu verlängern. Machen wir mal Ergänzungsspieler. Wir wollen den mal nicht zu hoch einstufen. Vielleicht sogar. Ja, du wirst bestimmt noch mal in den ersten spielen. Mal die Auflaufprämie vielleicht auf 40 setzen. Jetzt hier noch einen Ticken sparen. Klein. Jetzt, ja gut, der wird halt dann im zweiten sein. Safe. Aber. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber auch da sparen wir uns gut was an Geld, ne? Von 7000 runter. Ich meine, gut, das ist halt das Problem mit den Jungspielern. Die verlangen halt teilweise so viel. Und dann mit der ersten Verlängerung sparen wir uns dann plötzlich ein halbes Vermögen. Und Martin Schütz geht. Gut, dann haben wir Martin Schütz. Geht dann halt. Ist halt dann leider so. Fehren macht Knezevic und. Also Golle hört auf. Knezevic, Fehrenbach. Sind einfach drüber, ne? Knezevic ist mittlerweile 34. Ist noch okay mit 46. Aber bin ich jetzt nicht drauf und dran, da nochmal Geld reinzustecken und Fehrenbach. Ja, der ist halt allzu runtergegangen. Den sind wir absolut nicht losgeworden. Ist halt so, ne? So, jetzt gucken wir dann gleich nochmal die anderen Ligen durch, bevor wir dann in die EM reingehen. Wie da so die tabellarischen Situationen aussahen am Ende. Und dann wird aussortiert, ne? Dann wird Geld gescheffelt. Vielleicht. Guck mal, wie gesagt, ich will trotzdem mal gucken, ob die Leute verlängern. Wenn nicht, dann. So schmerzhaft es da noch ist, dann müssen halt mal ein paar Köpfe rollen, in Anführungszeichen. Kolbe, bester Keeper, Meto anscheinend unser bester Spieler, Hertha und Jahn Regensburg gewinnt die Relegation. Das behalten wir im Hinterkopf. Dann können wir gleich gucken, wer hoch und runter geht. Dementsprechend, Angebot für Rapaz, nein. Klein unterschreibt, sehr schön, Albers auch, Aydemir, Dajaku, sehr schön. Hertha und der Jahn haben die Relegation gewonnen. Kurz für den Armin, wenn er schon gerade da ist, Kücher und Schörings den Lappen. Die gehen nämlich schon wieder runter. Also macht das mal besser, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. in der dritten. Cottbus. Hat es endlich geschafft. Auch die gehen wieder runter. Jahn, Heidenheim und Kiel gehen hoch. Schade für Schermbeck. Schermbeck, die wären durchgegangen, ne? Auch Homburg, gar nicht so weit weg davon, einfach durchzumarschieren. Jahn, Heidenheim und Kiel gehen hoch. Für Pauli in die dritte. Preußen Münster und 60 geht auch runter. Dann haben wir Union, Darmstadt und Augsburg gehen hoch. Hansa Rostock hätte durchmarschieren können. Auch nicht so weit weg hier, ne? Gut, 12 Punkte immerhin. Union, Darmstadt und Augsburg für Nürnberg, Düsseldorf direkt wieder runter und Hertha geht runter. Freiburg ist der einzige Aufsteiger, der in der ersten Liga bleibt. Darmstadt, ja gut, Darmstadt, ich sag mal in Anführungszeichen, die überraschendste Mannschaft in den ersten da. Dortmund wieder Erster. Bayern, Fünfter, bauen ein bisschen ab. Eintracht ist auf 6. Ansonsten, gut, Schalke nicht so gut dabei. Aber jetzt nichts, was irgendwie absolut überraschend ist. Berlin, oh, stimmt. Stimmt. Good point. Gar nicht aufgefallen. Very good point. In Brasilien wird es Palmeiras? Nein. Flamengo haben die Meisterschaft geholt. Palmeiras hat abgegeben mal. Man soll es kaum glauben. Liverpool wieder Meister, waren Pokalsieger, sind jetzt Meister. Chelsea, City und United auf 4 und 3. Gucken wir gleich nochmal rein. Wir machen kurz England und dann gucken wir nochmal, aber ich glaube 9. oder so waren wir. Also deutlich unter dem, was wir gerne gehabt hätten. Tottenham, Arsenal, Leicester, Bristol auf 8. Hull hält sich in der Liga, genauso wie Fulham. Cardiff geht direkt wieder runter wie Ipswich und die Wolves. Dafür kommen hoch Brighton, Preston North End, die ja Pokalsieger vor 2 Jahren oder so waren. Middlesbrough könnte durchgehen, wenn sie die Playoffs hier gewinnen gegen Sheffield, Swansea und Aston Villa. Leeds hält sich auf 11, das ist bitter. Southampton wird durchgereicht. Eieiei, Stoke und Bristol, darunter eigentlich drei relativ große Namen. Dafür hoch Millwall, Port Vale geht durch. Port Vale rutscht durch nach oben.
in die zweite. Ja, Carsley und Shrewsbury wäre genauso fast überraschend in der zweiten. Also da könnten einige Überrascher in die zweite englische gehen. Crystal Palace könnte wieder hochgehen, auch wenn sie Playoffs gewinnen. Mansfield Forest, Rochdale und Gillingham gehen runter, dafür hoch Cambridge, Morecambe, Wycombe und Newport, Hartlepool, Scunthorpe und Cheltenham. Burton und Crawley gehen raus aus der Liga. Gucken wir mal, wer dann mit reingeht in die Liga. Gucken wir mal kurz zu uns nochmal, einfach nur um dem. Für das kurze, wo sind wir? Die Bayern. Auf 9. Ne, auf 8 waren wir am Ende. Auf 8 waren wir am Ende. Sind noch in Bayern 2 vor beim letzten Spieltag. Aber natürlich, ja, optimal wäre Aufstieg gewesen. Verletzungspech, Moral schwierig zu halten mittlerweile. Einige Spieler, die in der höheren Liga spielen wollen. Deshalb ist jetzt wahrscheinlich die Überlegung, wenn sie nicht verlängern wollen, dadurch, dass sie schon eine neue Herausforderung suchen, auszusortieren. Metu, Kasutakis, Olenek und O'Connor und jeder andere, der sonst noch den Verein verlassen möchte, kann sein, dass sie gehen. Ist ein bisschen Neuanfang, wenn man so will. Also viele große Namen, die gehen werden, aber werden dadurch halt auch ein guten zweistelligen Millionenbereich einnehmen. Was wir mit dem Geld machen, bin ich mir auch noch nicht sicher. Wie wir das am besten einsetzen, wahrscheinlich mit unter Infrastruktur, vielleicht ein paar Laien und so. Müssen wir mal gucken. Ja gut, gerade Meto, ne? Meto, wir hatten gerade schon ein Angebot von Norwich Island für 10 Mio für Meto alleine. Habe jetzt erstmal abgelehnt. Ich habe gesagt, ich warte bis zum Saisonübergang. Ich gucke nochmal, ob irgendwer von denen noch verlängern wollen würde. Die laufen nämlich alle dann nach der nächsten Saison aus. Ja. Mal gucken. Also Meto haben wir schon 10 Millionen Angebot bekommen jetzt. Ist, glaube ich, 6 Millionen Marktwert oder so. PSG hat mal wieder eine Meisterschaft geholt für Lyon und Marseille. Auxerre geht runter. Wieder runter, muss man sagen. Ist auch nur möglich, wobei Meto, glaube ich, nicht besser geworden ist. Kasutakis hat, glaube ich, noch ein bisschen Talent zugelegt. Also Stärkepunkt, nicht Talent an sich. Mailand, also AC ist wieder Meister. Inter nur auf 5. Uff. Juve war letzte Saison, glaube ich, gut dabei. Oder neben Winter. Also Juve höher dabei, als es die letzten Jahre waren. Sonst war es ja immer wirklich Mailänder-Duell an der Spitze in Italien. Die Aufsteiger gehen alle wieder runter. Cagliari, Crotone und Albino Leffe. Die waren bei mir tatsächlich nie in der ersten. Die habe ich nicht einmal in der ersten gesehen. Ja, muss man gucken, bei Ablösefreien. Das Problem, das größte Problem bei den Ablösefreien ist immer halt das fehlende Scouting-Potenzial. Wir wissen nicht, wie gut sie wirklich sind und meistens waren sie dann nicht so gut, wie wir es gerne hätten. Oder zu teuer, weil halt die meisten dann irgendwie sechsstellige Gehälter wollen und das ist halt ein bisschen krass. Nee, kommst echt nicht rein. Halbe Cottbus hier. Oder Kirchhain-Schöring, die irgendwie direkt wieder runtergehen. Zweimal jetzt schon. Feyenoord wieder Meister. Aber ja, Gehalt ist so das Hauptproblem bei den Ablösefreien bisher. Portugal, Benfica, Sporting und Porto. Top 3 wie immer. Maritimo in der Top 5. Spricht ja immer aus Erfahrung. Spartak hat mal die Meisterschaft geholt. Lokomotive waren ja ganz gut dabei eigentlich. Die letzten Jahre. In Spanien haben wir Real, Barcelona, Sevilla, Atletico, Valencia, Real Sociedad, Villarreal. Auch da wenig Überraschungen eigentlich. Getafe geht runter, Las Palmas, Leganés wieder runter. Real Valladolid hält sich gerade so. In der Türkei haben wir Galatasaray, vor Beşiktaş, mit ein bisschen Abstand sogar. Und ganz wichtig, Österreich, Red Bull Salzburg. Oh, Rapid hat sich noch die zwei geholt. Das ist aber eng, ne? Das ist eng. Sturm Graz und LASK waren beide vor Rapid noch 2 Spieltage her oder so. Haben beide vor Rapid, die haben sich gerade noch die 2 geholt wieder. Also mal Glück gehabt. Xavi. Natürlich, ich meine, der Arme hat es, glaube ich, schon mitbekommen. 154 Mio ist er jetzt wert. 235 hat er ihn gekostet. Oder für nur 11 Mio Gehalt, das ist gar nicht so viel, ne? Das hält sich tatsächlich in Grenzen. Aber was ich gesehen hatte, was man vielleicht auch noch mal ganz kurz rein schielen können. Wir haben neue Zehner. Und ein was für einen Abend vielleicht noch interessant ist, was ich gerade im Haus schon erzählt habe. Ich meine, gut, Mbappé kennen wir das Syndrom, ne? Das hatten wir ja hier bei Bayreuth auch. Zum einen Angelo,
hat eine Steigerung bekommen anscheinend. Und André Martins aus der Jugend von PSG. Zwei neue Zehner. Aber für 228 Mio. Ich glaube, mir ist er zu Liverpool. Aber ich glaube tatsächlich, dass das mit dem Editor, mit dem Vertrag bei Mbappe nichts machen würde. Denn Guendouzi hatte jetzt dasselbe Problem. Zehner Talent, wahrscheinlich zu viel Wert, zu viel Gehalt, wie auch immer. Bei Marseille ausgelaufen, keinen Vertrag bekommen, Karriereende mit 28. Also vermute ich, dass das einfach ein Problem mit dem Gehältern allgemein ist, das immer mal auftreten kann. Wie gesagt, Guendouzi hat jetzt das auch gehabt. Auch der hat die Karriere frühzeitig beendet. Nächste Saison haben wir, übernächste, haben wir noch 2 Jahre alle, die auslaufen. Gut, das ist der Jugendspieler. Ein Ugarte vielleicht könnte ähnlich laufen, wenn Ugarte nicht verlängert. Könnte das so passieren, ist auch schon 27, immer genauso Danilo. Müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, ist jetzt kein Einzelfall anscheinend. Das Syndrom Mbappe, was die Vertragsverlängerung angeht, leider natürlich. Ne? Ich meine, gut, letztendlich für uns ist es ein bisschen irrelevant. Das ist kein Spieler, den wir, die irgendwie bei uns waren oder die Potenzial gehabt hätten, irgendwie den Max bei uns zu spielen. Aber ja, zumindest nicht in dem Spielstand. Bei M-Soccer ist ganz schön. Ich vermute mal, ich weiß aber nicht. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Aber ich denke mal, ja. Deschatré möchte die Rücknummer 2. Die 2. Von mir aus. Die 2. Von Chuchu. Wo ist denn Deschatré? 35 hat er. Bitteschön. Bitteschön. Bei den 19 und 20er Jahren gab es das Forum nicht. Das Problem. Weiß auch nicht, ob es das Problem überhaupt gab. Oder gab es das Forum allgemein nicht? Nee, in der Form. Alter, lesen, ne? In der Form nicht, ja. Aber wie gesagt, ich vermute, dass es Thema ist, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was wollte ich nochmal gucken? Mitarbeiter. Kann ich dir nochmal ein Angebot machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Er möchte jetzt doch nicht mehr, okay. Und er möchte auch nicht mehr. Gut, dann brauchen wir dann nächste Saison einen neuen Jugendtrainer und einen neuen Mannschaftsarzt. Ich meine, gut, der Jugendtrainer ist 78er. Ein 80er Scout. Eieiei. Ein paar gute haben wir da schon dabei. Ne? Oha. Lukaku, 34 Buden. Mokoko geht halt steil. Satriano bei Inter. Vinicius. Osasuna. Stellt den Torschützenkönig in Spanien. Gut, Tor gleich mit Boadu. Aber Osasuna mit dem Torschützenkönig. Respekt an der Stelle. Ja, ich glaube vor allem dadurch, dass wir, wegen den Jugenden und so, ne? Großes Talent. Ist halt nur ein Sechser wahrscheinlich, ne? Ja, wir gucken einfach mal. Wieso nicht? Wir nehmen die jetzt einfach mit. Ein bisschen was für Budget haben wir noch nicht genug, aber wir werden die Budgets sowieso verfehlen durch den Ausbau des Stadions, den da der Herr Geschäftsführer oder wie auch immer in Auftrag gegeben hat. Von daher, ja. Haken wir die Saison einfach als so lala ab und fertig. Le Mans zu PSG von AC. Man merke, habe ich auch geholt, ne? Habt ihr Lema auch geholt? Ich glaube noch nicht, ne? Ich glaube noch nicht, wobei der, glaube ich, erst nächste Saison für euch ausläuft. Ich glaube, den habe ich mit Chiesa nach der zweiten geholt. So, Turnierbeginn. Das ist die Frage. Zum einen, Österreich ist da. So, was sind meine Leute? Ich habe einen Griechen und einen Liechtensteiner. Gut, Liechtenstein wird nicht dabei sein. Griechenland hat man scheint auch nicht. Das ist schade. Schade. Hätte ich Kasotakis gegönnt. Eine geile EM jetzt noch mit Griechenland hingelegt. Bam. Nochmal 2 Stärkepunkte hoch. Hätte ich, bevor wir ihn verkaufen, hätte ich mitgenommen. Guedes, der war tatsächlich, ich glaube, das war auch bei Milan, in einer Saison dann Weltfußballer. Weil er bei PSG plötzlich gebootet hat, dass es kein Morgen mehr gibt.
Okay, das ist bodenlos. Ich meine, Eriksen, okay, aber Türkisch, das ist bodenlos. Letzte Saison Krubasik, jetzt Eriksen und Türkisch. Das ist bodenlos. Gut, dann muss Feldmann bleiben, was? Nee, ich meine, gut, wenn Feldmann auch gehen will, dann soll er gehen. Wie gesagt, wir werden jetzt sowieso aussortieren, bisschen revampen, rebranden. Na gut, rebranden nicht, aber da wird einiges aussortiert nächste Saison. Und dann gucken wir mal, ob, wie gesagt, so ein bisschen Anlauf, ein Schritt zurück und vier nach vorne was hilft oder halt nicht. Ja gut, war aber auch nicht wenig Geld, ne? Aber gut, wie gesagt, ich habe ja auch 225 für Petri hingelegt, also ich darf dazu ja eigentlich gar nichts sagen. Oder dagegen, oder wie auch immer. So, Österreich gewinnt das erste Spiel gegen Polen. 6:1. Uiuiui. Gucken wir nochmal, sicherheitshalber, ne? Aber Griechenland, nowhere to be found. Leider. Schade, 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 schade. Gut, wir gucken mal, wenn dann die Gruppenphase durchkommt, wo die Leute am Ende stehen. Jetzt sag mal, es fährt ja, halt auf. Ja gut, Eriksen geht da sowieso. Das ist mir dann tatsächlich Wumpe. Was der macht, ob der Training abbricht oder nicht. Soll er machen, wenn er meint, der Kleine. Türkic durch Vertrag. Sag mal, Digga, was ist denn mit dir? Weil sein Vertrag noch kurze Zeit läuft und wenn ich weiß, wo er in Zukunft spielt, du hast doch gerade den Vertrag aufgelöst. Sag mal, was ist denn mit dir? Also, nee. Nee. Fällt mir nichts mehr zu ein. Vertrag auflösen und dann beleidigt sein, dass er nicht weiß, wo er spielt. Wobei ich ja dann tatsächlich Krubasik nochmal Angebot machen konnte. Wobei ich bei Alex würde ich es gar nicht machen, glaube ich. Türkic würde ich mir überlegen. Türkic würde ich vielleicht nochmal ein Angebot machen. Mal gucken, ob wir es tun können. Aber Eriksen ist dann ja whatever, ganz ehrlich. Türkisch möchte nicht. Okay, gut, dann nicht. Mal gucken, ob Eriksen wollen würde. Ja, aber ganz ehrlich, nö. Nö. Also da habe ich dann auch meinen Stolz, ne? Da habe ich dann auch meinen Stolz. So, Italien gewinnt, Österreich verliert gegen die Schweiz. Das ist aber auch mal eine Gruppe. Italien, Österreich, Schweiz, Polen. Also. Puh. Hitziges Ding. Belgien und Deutschland mit 2 Siegen. 10 Gegentore für Slowenien, 10 Tore für Belgien, 9 Tore für Deutschland. Ich glaube, Slowenien, Tschechien machen es da nicht lang mit in der Gruppe. England, Spanien hier oben, das ist zu warten. Portugal, Ukraine. Eigentlich nicht überraschend soweit. Türkei vielleicht? Maybe? Wobei, aber bei England, Spanien, ne? Dänemark, Niederlande, eigentlich keine Überraschung soweit. Schweden vielleicht mit 2 Siegen, ein bisschen überraschend. Hätte vielleicht eher Frankreich, Norwegen getippt, ne? Mr. Haaland, Ødegaard. So, beide Jugendspieler. Gucken wir uns mal die eben an. So, das ist der 6er, ne? Ja. Oh. ZM 44, not bad, not bad. Szabosz Szordasz. Können die einfacheren Namen haben? Macht mir doch nicht so schwer, Leute. Und so, Alexandre Cunha Teixeira. 9er ZM aus Luxemburg. Nehmen wir so mit. Hat jetzt 41, wie alt war er? 16. Ist nicht so krass, ne? Wir haben einen Sapinen, der ähnlich ist. 9er ZM. Aber der hat noch 2 Jährchen oder so in der Jugend, in denen er sich entwickeln kann. Potenziell. Gucken wir mal. Der kann alles. Also sind beide sehr, sehr flexibel, was die Position angeht, ne? So, Österreich ist durch. Hinter Italien, das war so zu warten. Portugal durch Nordmazedonien geht weiter in der Gruppe. Eieiei. Deutschland und Belgien hier. Slowenien tatsächlich, ich glaube, gegen Tschechien gewonnen, ne? Und Deutschland gegen Belgien. Spanien und England sind durch. Niederlande und Dänemark. Norwegen und Frankreich. Gut. Schweden ist halt sehr bitter. Schweden ist sehr bitter mit 6 Punkten raus. Uff.
Ansonsten, wie gesagt, nur Nordmazedonien vielleicht ein bisschen überraschend. Wobei, da gehen noch zwei Dritte auch noch weiter. Ne? Schweden müsste auch durchkommen. Fällt mir gerade ein. Ja. Drittbeste dritte Mannschaft. Vier gehen durch. Also ist Schweden noch durch, normalerweise. Türkei ist noch durch. Und die anderen haben alle drei Punkte. Kroatien, Schweiz, Ukraine, Slowenien. Ist dann Tordifferenz? Slowenien müsste dann raus sein. Und Kroatien vielleicht, weil die, Alter, ein Tor, ein Gegentor in drei Spielen. Was? Eieiei. Wie, hä? Wie kommt man denn da auf drei Punkte? Haben die 0-0, 0-0 und 1-1 gespielt? Wenn die drei Punkte geholt haben, müssen sie 1-0 gewonnen haben. Das heißt, die haben mit nur einem Gegentor zwei Spiele verloren. Das geht nicht. Die haben 0-0, 0-0 und 1-1 gespielt. Alter. Das, also, die können was. Da müsste aber die Schweiz weiterkommen, glaube ich. Da sind, glaube ich, Kroatien und Slowenien raus als Dritte. Glaube ich. Alter, Kroatien 0-0-0-0-1-1. Jawohl. Italien hat Nordmazedonien. Österreich hat Belgien. Uff. Uff, uff, uff. Norwegen, Schweden, potenziell Dänemark im Viertelfinale. Eieiei. Da hat sich England auch was angetan. In dem Achtelfinale-Set mit den nordischen Mannschaften. Und wir können Österreich-Schweiz-Rematch haben im Viertelfinale, ne? Huh. Das Potenzial für Geschichte und für Derbys in der EM. Alter Schwede. So, Angebot für Connor. Nein, wir warten bis nächste Saison 1-6. 1-2 wäre, da können wir vielleicht sogar 2 rauskriegen, vielleicht. Mal gucken. Fängt Eriks auch an, Digga, ist also bodenlos. Vertrag auflösen und dann unzufrieden sein. Petrovic zu Leverkusen von. Ne? Ach, das ist gar nicht. Hat Rapid nicht auch einen Petrovic? Dachte ich. War das ein Petrovic? Der dann zu Leipzig ist bei Milan? Ich dachte. Ich dachte, es war auch ein 8 oder 9er. Oder sie haben vielleicht den dann in der Milan-Karriere gekauft und dann wieder verkauft, weiß nicht. So, Norwegen gewinnt gegen Schweden in der Verlängerung, England gegen Dänemark, Deutschland gegen Türkei, Italien gegen Nordmazedonien, einfach zu warten. Holland gewinnt gegen die Ukraine, Spanien gegen Frankreich, Portugal gegen Schweiz und Österreich gewinnt gegen Belgien. Darf aber gegen Portugal ran, nicht gegen die Schweiz. Ja, was sehen wir im Halbfinale? England. Wahrscheinlich England, Deutschland. Ich würde aber lieber England in Italien sehen. Und dann, was sagen wir? Spanien, Österreich im Halbfinale. Wenn wieder Gregoritsch Top-Torschütze wird in der WM dann, oder in der EM, dann muss ich los, ne? Dann muss ich los. Kein Langzeitverletzter jetzt aktuell, das ist schon mal gut. Sind dann alle fit zum Start in die neue Saison. Zum Start in die Transferperiode. Angebot für Rapaz? Nee, 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 nee. Ich möchte jetzt gerade gar keinen verkaufen, Leute. Kann ich nicht einfach sagen, hey, ich möchte jetzt aktuell keinen verkaufen? Kann ich alle für unverkäuflich erklären für bis zum 1. Juli? Ah, Österreich verliert 3-2 gegen Portugal. Spanien, Portugal. Norwegen gewinnt im Elfmeterschießen gegen England und Deutschland im Elfmeterschießen gegen Italien. Und Spanien gewinnt im Elfmeterschießen. Drei Elfmeterschießen im Viertelfinale. Eieiei. Norwegen, also ich sag's euch, Haaland wird ein Top-Torschütze. Hier Brasilien, Uruguay, Kolumbien, Argentinien. Ich weiß nicht, warum Kolumbien ist irgendwie gut unterwegs im FM. Irgendwie ist Kolumbien im FM immer gut unterwegs. So, man spricht das Halbfinale. Die Viruserkrankung geht weiterhin durch. Die muss so bald muss Ende sein. Brasilien, Uruguay. Nee, Mexiko, Paraguay gewinnt gegen Argentinien. Okay. Habe ich auf den falschen Underdog gesetzt.
Norwegen gewinnt gegen Deutschland. Norwegen, Spanien im Finale. Norwegen holt das. Ich bin für Norwegen im Finale. Ganz klares Ding. Haaland wird Torschützenkönig. Wahrscheinlich wird Soloth. Wahrscheinlich hat Soloth die ganzen Buden gemacht. Ja, die wollen halt nicht. Kann ich auch nichts machen. Ødegaard? Vielleicht auch Ødegaard. Ohne Auflagen. Sehr schön. Bei dem Baukostenbudget war das nicht selbstverständlich. Auch Transfer ist mittlerweile Minus. Ich hoffe, Martin Schütz ist der Letzte mit der Viruserkrankung. Gut, Brasilien, Mexiko war hier fast zu warten. Uruguay, Paraguay spielen Platz 3. EM. Finale. Samstag wahrscheinlich noch. Müsste Samstag. Ne, könnte auch Sonntag sein. Könnte tatsächlich Sonntag sein. Ich lag richtig. Ja, ich bleibe und wir steigen nicht ab, ne? Aber gut, Martin Schütz läuft sowieso aus, ne? Ist mir egal bei dem. Haha. Ja, der läuft auch aus, ich weiß. Mister, nee. Ah, schade. Norwegen gewinnt verliert im Finale gegen Spanien. Spanien gewinnt die EM. Sir? Spanien gewinnt gegen Norwegen im Finale. Uruguay gewinnt gegen Paraguay und dann gewinnt Brasilien im Finale. Ganz klar das Ding. Vinicius Junior regelt. Machen wir eine penetrante Miezekatze. Kann ganz schön aufdringlich werden, der Kleine. So. Oh, Mexiko gewinnt den Südamerika-Pokal. Oha. Mexiko. Mukoko Top-Torschütze Kalajic. Leute, ist das realistisch? Kalajic bei Chelsea. Von Admira zu Stuttgart. Ja gut, das ist ein echter schon, ne? 2019. Und dann zu Chelsea. Ablösefrei. 21 Mio wert. Spielt bei Chelsea jetzt. Hatte die Saison gespielt? 46 Spiele, 29 Buden. Kalajic ist Chelseas Stürmer, anscheinend. Ja. Diogo Jota, Pino, Bayram, Barella, Rovella, Ward. Da müssen mal ein Spieler von uns stehen. Da müssen wir ein Spiel. Alter, 180 rote. Moment. 5. Wie viele Spiele umfasst das? Das sind jetzt aber nicht nur, nur Gruppenphase und ist das in der Geschichte der EM oder? Also, das ist nicht aus dem Turnier. Also, kannst du mir nicht erzählen, dass da 6000 Tore gefallen sind. Also, eigentlich sollte das nur aus dem Turnier sein, oder? Selbst wenn man die Quali mit reinrechnet, ist das wahrscheinlich zu viel. Also, ne? Überraschung Norwegen, Enttäuschung Frankreich, ganz klares Ding. Ja gut, da ist keiner von uns dabei. Will mal gucken. Larsen, Pereira sind hoch. Moukoko nochmal hoch. Eieiei. Was ist denn allgemein hoch? Rovella Schlotterbeck ist hoch. Jan Boller. Frimpong ist weiter hoch. Zakarian wieder runter. Wie letztes Jahr. Ich muss dann WM gewesen sein, war beim letzten Turnier. Zakarian beim Turnier echt immer enttäuschend. Ben Davis geht runter. Zakarian ist kein Turnierspieler. Jetzt ist der nächste. Ja, sag mal Leute, läuft da sowieso aus. Bei dem ist mir das tatsächlich egal. Nee, nicht Knesewitsch läuft aus. Nicht Nicht Abstiegsprämie von 260 Euro. Das schaffen wir. Ja gut, Sternkopf trägt ja irgendwie in der nächsten Saison. Naja, kriegen wir schon hin. Der meisten Spiele. Altay Bayindir. Torwart von Manchester United. Haben sich für 45 Millionen gegönnt von Leverkusen. So. Dann können wir vielleicht nochmal in die Auf- und Abwertungen gucken. Ne? Also in die Talentänderungen. Wo wir dann in den Saisonübergang reingehen. Bin ich mal gespannt. Ja, safe, safe. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Martin Schütz ist wieder fit. Das ist schon wieder einer. Sag mal, wo kommt der denn her? Ach, das sind die Laien, die jetzt eigentlich wieder da sind, aber eigentlich auch nicht. Statistics. Talentänderungen. So, bam. Wir fangen mal oben an, ne? Argentinien, haben einen Achter. Belgien, auch einen Achter. Brasil. Gut, Danilo ist schon älter, ne? Der ist ja schon auf 10. Moukoko ist jetzt auf 10. Ganz ehrlich,
Das war zu warten. Es ist 230 Millionen wert. Ach du Scheiße. Uff. Uff. Aber wie gesagt, war zu erwarten. Das war zu erwarten. Celik ist auf einer 9. Pinto auf einer 9. Slimane auch auf einer 9. Gut, der war aber vorher, glaube ich, schon Jürgen Timmer ist auch schon älter. Können wir in der zweiten gucken. Irgendwelche Laien? Nee. Dritte? Regio Bayern? Hat ein paar Siemer tatsächlich dabei. Wackerburghausen. Unterhaching hatte ein paar. Eichstätt hatte eine. Dänemark. Abu Francis auf 9. Für Norgelen bestimmt not bad. In England, Luis O'Brien, Nunez und Suarez auf 9. Ich glaube, das sind auch schon ältere. Also ältere Aufwertungen, das sind ältere Spieler. In Griechenland nicht. In Irland sowieso nicht. In Italien. Und in 9er, Rovella ist schon älter. Le Penon ist schon älter. Und vielleicht auch hier mal in der zweiten gucken. Nope. In Japan. Kanada gibt es keine Aufwertungen, das gibt es da nicht. Kroatien auch nicht. Mexiko haben wir ein paar Achter. In den Niederlanden haben wir zwei Neuner. Der August Ljubicic ist schon älter. Borchert. Das ist halt ein ZM, ne? Ganz klares Ding. ZM sind halt ein bisschen OP. Polen. Portugal. Ugarte, der ist auch schon länger. Russland auf einer 8. Saudi-Arabien. Schottland. Oh, Schweden hat eine 9. Manasse Kuso ist ein ZM. Man sieht die Parallelen, oder? In Spanien. Gut, De Paula ist auch schon, da haben sie das 10er gekauft. Renier auch schon älter, glaube ich. Tschechien haben wir nur 8er. In Türkei auch nur 8er. Ukraine 7. In Ungarn. Oh Gott, sogar nur 6er. In den USA haben wir eine 8 immerhin mit Veselinovic. In Wales auch eine 8 mit Ben Lloyd. Und in Österreich haben wir Ryan Bell, der ist auch schon länger. Julian Kron und Šeško auf eine 8. Kron könnte diese Saison gewesen sein. Šeško war auch schon länger her, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Aber Moukoko auf einer 10 ist schon wild, ne? Also ist schon bodenlos. Mukoko auf einer 10. Armin, was sagst du? Was würdest du auf den Tisch legen, dass euer Mukoko auf eine 10 hochgeht? Das ist schon wild. Ich meine, wie gesagt, das war zwar, der hat zwei Bombensaisons gespielt. Er hat, glaube ich, in den letzten beiden Saisons zusammen über 80 Tore gemacht. Nee, 70. Über 70. Aber ich glaube, die Saison 27, letzte Saison, glaube ich, 36 oder so. 15 Mio. Mal gucken. Budgets, Baukosten haben wir verpasst, das war zu erwarten. Ziel sind obere Tabellenhälfte. Also eigentlich hatten wir gesagt, Aufstieg, aber gut. Wenn die sagen, wir haben Zielsetzung obere Tabellenhälfte gehabt, dann nehme ich das zurück mit. Ganz klares Ding. Da haben wir leider keinen Spieler dabei. Gut, in der Nord logisch. Doch, wir sind in der Nord. Haha, wir haben den jüngsten Spieler mit Reyes. Und ja, das war's. Auch hier sind wir nicht vertreten. Große Verletzungspech, wie immer. Schlechtester Tabellenplatz, außer taktisch für schlecht. Ansonsten eigentlich ganz gut gearbeitet. Ja. Ich weiß nicht, ob 15 Mio da reichen. Ich glaube, da müsste zumindest noch ein paar gute Leistungen hinlegen, ne? Wo seid ihr Haus? Steht jetzt schon ein Termin für den nächsten? Oder wird er wieder so spontan? Wenn es mit dem AC weitergeht. Ja, das scheint so. Dann kannst du ja gerne mal rausfinden, woran das liegt, wo ich das wieder ändern kann. Dann können wir das gerne, die Einstellungen mit den Verletzungen irgendwie rückgängig machen oder so. Wenn du was gefunden hast, Hause, sagst du mir Bescheid, ja? Apoel.
So, guck mal. Hier. Ich gerade in der Bayernliga vorhin geguckt, weiß ich gar nicht mehr. Ja, 380. Aber das Geld geht hoch, glaube ich, ne? Wobei, ich weiß ich gar nicht. Wir haben mal 83.000 bekommen. Champions League Real oder die Atletico. Ich glaube, da gibt es was. Das irgendwie holt das immer dieselbe Liga. Beides, gefühlt. Guck mal kurz für die Kollegas, ne? Auf den Absteiger in Österreich. Beziehungsweise, wer geht denn hoch? Kenne ich alle nicht. Kenne ich tatsächlich alle nicht. Wo ist Österreich? Ist blind. Ah, ja, gut. Graz AK. Spusu. SKN St. Pölten. Alter und Gra. Hä? Okay, kann mir das dann erklären? Vorhin war Graz AK nicht letzter in der Liga dieses Jahr? Die sind nämlich auch Absteiger und steigen zweimal auf. So, jetzt erklärt mir das mal einer. Hausnamen mit irgendwer? Wie funktioniert das hier? Habe ich das Auf- und Absteigesystem in Österreich einfach noch nicht verstanden, oder? Wieso steigt der Grazer AK zweimal ab, einmal auf? Herr Schmidt-Alltag, wo ich mir fast sicher war, dass die auch in der ersten waren, steigen auch auf. Wobei St. Pölten weiß ich es nicht. Die könnten tatsächlich aufsteigen. Ich vermute mal, dass nur die aufsteigen und nur AK absteigt. Aber ich weiß nicht, warum wir hier noch zwei weitere Teams dann drin stehen haben. Bis Jugendarbeit immer noch Bayern. Bildung ist Brasilien vor Ghana. Ghana war ja in der WM Zweiter letztes Jahr. Ich glaube, es ist deshalb. Europas Top 11. Wieder keiner von uns. Wieder keiner von uns. Frechheit. Ach so. Und steigst wieder auf, aber auch direkt wieder ab. Deshalb steigen die zweimal auf. Nee, die steigen ja zweimal auf und nur einmal ab. Sind die dann in der Nullten? Ach, nee, das mir eindeutig zu viel. Mailand hat den Pokal gewonnen, weil ja Juve, nee, Mailand war erster, ne? Ich glaube, AC war erster vor Juve, so war das. Ansonsten tatsächlich keine großen Überraschungen hier in den ersten Plätzen. Red Bull Rapid hier, nee, keine weiteren Überraschungen, ne? Und hier Tirol, wie schlägt sich Tirol so in der Euroleague? Was sagt er? Wird wieder der Führer an, super. Ja, ruft mich halt an oder so, dann, ne? Bin ich am Start. Illertissen. Also ich sage, Tirol wird Kanonenfutter in der Euroleague. Bin ich ehrlich. Kannst du machen. Wenn du dran denkst. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm, aber. Habe ich echt, ich habe auch, also, hier Dings Racing. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt. Hier Starlit Racing Dingens, ne? Weißt du, was ich meine? ja, Starlit Kart Racing. Habe ich tatsächlich nebenher laufen gehabt. Im Lurk quasi, aber irgendwie habe ich da nicht mitbekommen. Okay, Türkisch, ja. Dass ihr dann nochmal auf den FM geswitcht seid. Kann natürlich, vielleicht war ich auch tatsächlich schon wieder schlafen, fast weil ich ja Samstagmorgen wieder arbeiten musste. So, Aufstieg. Aha. Aufstieg wird halt nichts, ne? Aber ganz ehrlich, dann bleiben wir lieber realistisch, auch wenn es die Fans nicht so begeistert sind. Wie gesagt, genug Geld werden wir bekommen. So. Richter infiziert. Ja, Arsenal an der Börse. Einwandfrei. So. So. Wir fangen mal mit dem einfach an. Kalender. So, Trainingslager. Wir können ja nicht mal 14 Tage Trainingslager machen. Eieiei. Geht aber direkt wieder voll los. Ne? Eichstätt, Aalen, Kickers und Unterhaching. Wer ist denn runter in die Liga gekommen?
Absteiger sind keiner. Super. Das ist wieder super. Kotten und Plauen sind Aufsteiger. Absteiger gibt es anscheinend nicht. Sehr schön. Und wir haben natürlich jetzt wieder nur einen Relegationsplatz. Auch das ist sehr schön. Berliner AK, bisschen hoch, Chemie Leipzig, Astoria Waldorf, Eltersdorf von uns, Fortuna Köln. Na gut, gucken wir mal, gucken wir mal. Gut, wir können tatsächlich wieder, was heißt wieder? Nee, nicht ein kurzes, wir machen schon eine Woche, aber wir machen jetzt erstmal nur eine Woche Trainingslager. Gehen wir ins Münsterland, wieso nicht? Wieso nicht? Dann machen wir nämlich machen wir Mittwoch ein Freundschaftsspiel hier. Gegen Bellinghausen. Und dann machen wir am Sonntag eins hier, wenn wir wieder zurück sind. Gegen Eintracht 1949 irgendwas. Und dann geht es ja schon fast mit der Liga los. Dann machen wir hier den Sponsorentag. Den Tag der Jugend werden wir jetzt ganz groß abschaffen. Weil der ist absolute Geld- und Zeitverschwendung. So, dann haben wir am 29. das Spiel. Dann haben wir hier wieder spielfrei. Das dachte ich mir nämlich. Dann machen wir nämlich hier nochmal ein Kurztrainingslager. Und hier nochmal ein Freundschaftsspiel. Ja, können wir gleich mal reingucken. Gucken wir gleich mal. Rellinghaus hatten wir, glaube ich, schon noch. Machen wir mal Bad Hönef oder wie auch immer. Das ist wieder ein komisches Setup. Am 29. haben wir ein Spiel. Hier nicht mehr. Aber nochmal ein trotzdem Freundschaftsspiel. Haben wir ja dann eine Woche Zeit zum Erholen. Hier machen wir ein Freundschaftsspiel. Wobei, nee. Okay, dann warten wir mal. Da gibt es schon wieder keine mehr. Soweit will keiner planen anscheinend. Wahrscheinlich hier nicht mehr anders, ne? Doch. Bernburg können wir mitnehmen. Im Dezember gibt es natürlich die Weihnachtsfeier. Ganz klares Ding. Runden Geburtstag haben wir dieses Jahr wieder. Das ist der 35. So, was wir aber in der Winterpause machen, weiß ich noch nicht. Das warten wir tatsächlich mal ab. Hey, Leute, das ist ein runder Geburtstag, 29, Leute, wollt ihr mir jetzt, zählt 35 nicht? Anscheinend zählt 35 nicht. 35 ist kein runder Geburtstag, okay. Dann nicht, dann, ich dachte, wir feiern da. Aber gut, dann feiern wir nicht. Dann halt nicht. So, dann gucken wir mal fix wegen den Mitarbeitern. Suchen uns da zwei, was haben wir, Jugendtrainer und Mannschaftsarzt. Tun wir uns da kurz zwei neue. Ja. Kein Interesse. Okay, dann machen wir gleich mal hier. Den hier, ne? Ja. Dann halt den, ne? Und ein Jugendtrainer. So, ne? Nehmen wir den Achter. Nehmen wir den Achter. Das ist nur 4 Jahre Unterschied. Nehmen wir den. So. Dann gucken wir uns kurz die Jugendmannschaften durch. Was wir da schon mal aussortieren können. Ich glaube, ganz ehrlich, boah, ich glaube, wir gehen jetzt echt auf die 6 Sterne hoch, ne? Ja. Wir gehen jetzt auf 6 Sterne hoch. Das sind echt zu viele jetzt. Ich meine, ich könnte jetzt nach der Stärke vielleicht nochmal gucken, ob da einige sind, die übermäßig stark sind, auch als 5er, aber müssen erstmal gucken, wie wir da alle irgendwie unterbringen. Aber selbst wenn wir noch 6 hochgehen, haben wir, glaube ich, tatsächlich noch ein paar übrig. Ja, guck mal, das sind jetzt alles mindestens 6er. Ich glaube, da stehen wir ganz gut da. Och, da war doch einer, oder? Ja, ja. Da werden natürlich die Mentoren, werden wir dann nochmal irgendwann durchgehen müssen. So, jetzt machen wir kurz nach. Talentsternen, weil ich habe jetzt gesehen, teilweise müssen die schon aufgestellt werden, machen wir mal raus. Für die 6er, oder da haben wir zu viele, wir können nicht alle 6er aufstellen, das funktioniert halt nicht, ne? 7er ist okay. Können wir hier RM, ne? Weil Außenstürmer haben wir halt nicht. Da haben wir ein ZM. Gut. Dann in der B das gleiche, wobei wir da nicht so viele Leute haben. Da können wir theoretisch vielleicht erstmal mit mindestens 5 anfangen, aber
Ja, wir machen erstmal bis 5 und dann gucken wir, wie viele gleich noch übrig sind, wenn wir hier mindestens 5 haben. Sonst müssen wir halt zwischendurch mal die 5 aussortieren. Ja, natürlich. Wir kennen nicht die brasilianische Community in Luxemburg. Ist ja weltbekannt. Also. Verstehe die Frage nicht. der ist okay, ist zwar Kritiker, aber das nehmen wir so mit. Der ist auch okay. Gut, dann kommen auch hier nochmal die Anforderungen durch. Alles gut. Ich kann auch nicht lesen gelegentlich, also das gleicht sich dann wieder aus. Kommen wir schon zurecht irgendwie. Solange wir uns am Ende irgendwie verstehen und verständigen können, ist das alles easy. So. So, die B braucht jetzt ein paar gute Spieler, ne? Der Beste ist ein 7er. Das ist jetzt nicht so, aber gut, der hat auch schon 42. Der hier. DM 47 mit 16. Das ist halt eigentlich schon krass, ne? Aber, können wir den bitte als ZM aufstellen? Das wäre super. Was ist die? Ach ja, wir haben keinen Jugendtrainer. Das heißt, er kann aktuell die Jugend nicht aufstellen. Gut. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt fix machen müssen, bevor wir in die ganzen Vertragsprobleme und so gehen? Ich glaube nicht, ne? So, diese Saison läuft aus wer? Antwort: Ja, alle. Metu möchte nicht. Marktwert 5,8. Kasutakis möchte nicht. O'Connor möchte nicht. Gut, dementsprechend sind das jetzt die ersten drei, die darauf kommen. Ich hätte gern mindestens 10. Metu, komm on, erste Bundesliga. Oh, Leipzig mit dem Angebot. Direkt voll rein. Direkt voll rein. Leipzig ist mit 20 Mio oder so. Kasutakis. Ich wäre verlockt, ihn nach Griechenland zu verkaufen, ne? Aber ich befürchte, ich gebe mal kein Geld. Komm, Hannover. Nicht interessiert. Also, komm. Bayern? Nee, also das ist jetzt Mobbing, ne? Nee, die sollen schon zu ordentlichen Vereinen. Fulham? Ja. O'Connor? So. Auf zu Leipzig? Nee. Ich glaube, da müssen wir weiter runter. Der ist halt nicht so gut unterwegs. Jetzt mal nach Italien gucken. Lazio? Nee. Sassuolo? Spezia? Benevento? Irgendwie von den Aufsteigern? Monza? Udine? Ist denn mit den Niederlanden dann? Alkmaar? Gröningen? Ha, ich habe eine Idee. Was ist denn mit Österreich raus? Ja? Tirol in der Euroleague? Nee, Rapid? Ah, wer war's? Weiß ich nicht. Wer war's denn jetzt? Gunter Matic Ried. Jawohl. Da sehe ich ihn. So, jetzt. Stärke möchte Vilotic will gehen. Digga, du könntest erster LV werden, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Irgendwer sonst, der gehen will? Eigentlich nicht. Aber. Wie ist denn Olenik drauf? Was sagt er denn? Olenik auch noch? Olenik ist halt der andere, der jetzt noch in dem Kosmos von den anderen schwebt, der potenziell auf der, ja nicht auf der Abschlussliste, aber der halt potenziell mitgehen könnte, ne? Die Frage, mit was für Stürmer stehen wir da, wenn wir Olenik loswerden? Wir haben Madara natürlich noch. Wir haben einen Möckel, der sich ganz gut schlägt. Wir haben einen Dülli, der als Backup völlig in Ordnung ist. Und dann ein Reyes, ein Achter. Den ich wahrscheinlich aber nochmal verleihen wollen würde. Also wir haben nicht unbedingt vier Superstürmer. Könnt natürlich dann noch immer noch gucken, wie es dann aussieht, wirklich mal vielleicht eine Leihe oder so. Die vielleicht ein bisschen realistischer ist dann, als irgendwen zu kaufen. Aktuell ist er zufrieden. Aber ich meine, wenn er nicht gehen will.
Zwingen würde ich ihn jetzt auch nicht zu gehen, ne?